Unsere aktuelle Aufgabe heißt die 7. Infanterie und wir sollen die Einheiten suchen für die Parade. Und zwar haben wir da oben auch stehen, wie viele? 0 von 10. 10 Einheiten gibt es, die wir finden können. Es reicht, wenn wir 5 finden, aber wir finden natürlich alle, ne? Wie immer. Keine halben Sachen und so. Ganz kurz, bevor wir starten, als ich abgespeichert habe, ich muss euch das kurz zeigen, das ist so cool. Guckt mal. Die sind hier im Menü auch so angezogen. Ich meine, es ist theoretisch nichts Besonderes, aber ich finde es irgendwie super gut. Ist jetzt ein bisschen schade, weil hinten die Tifa da hinten steht. Ich weiß gar nicht, haben wir nicht eine Gruppenformation? So, genau. Nehmen wir die doch. Perfekt. Cool. Ich find's super. Ich weiß, es ist nur eine Kleinigkeit und eigentlich irgendwie überhaupt nicht kein Problem, wahrscheinlich in der Entwicklung, aber ich find's super gut. Alles klar. Ja, dann wollen wir doch loslegen direkt. Ich glaube, wir müssen hier lang. Da warten sie auch schon, die zwei Mädels. Das war aber ganz schön knapp. Glaubst du echt, dass wir mit der Parade nahe genug an Rufus herankommen? Nein, aber während der Verleihung der Auszeichnung. Die wird nämlich vom Direktor der Firma persönlich überreicht. Verstehe. Das ist ganz schön riskant, oder? Wenn schon, denn schon. Nicht wahr, Cloud? Wenn schon, denn schon. Okay. Ich muss zugeben, mir ist das eh ein bisschen auf den Sack gegangen mit der Musik gerade. Danke, Spiel. Ich wollte aber gerade ein bisschen mitsingen. Ach, guck mal, da sind wieder Kistenträger. Schaut euch das an. Huh? Oh, schaut euch das an. Oh, wow. Süd-Junon, Promenade. Jetzt geht die Musik wieder los. Hervorragend. Dann wollen wir unsere Leute mal einberufen. Genau. Die 7. Infanterie Midgards. Die mit dem Abzeichen hier, richtig? Mhm. Kommt. Wenigstens ist nicht mehr der Chor dabei. Boah, Leute. Was zur Hölle? Wie geil sieht das aus? Richtig prunkvoll. Ist man schon beeindruckt? Boah, was für einen geilen Job haben die denn hier gemacht? Guckt euch mal die Details an. Ja, gut. Dann wollen wir mal suchen. Kann ich auf der Karte irgendwas sehen? Zielbereich. Verstreute Einheiten. Okay. Krämerladen. Wir können hier sogar shoppen. Und einen Rastpunkt gibt's auch. Okay. Ja, dann gehen wir mal dahin. Aber wir sollen die ja suchen. Ich denke mal, die sind hier in diesem Gebiet verteilt. Deswegen ist hier auch so ein Kreis drum. Ja, gut. Ich muss mich hier auf jeden Fall umschauen. Das sieht alles so toll aus. Das ist ja toll. Telefonzellen? Aber weggesperrt? Why? Und ganz viele... Guten Tag. Wir sind von SNN. Hätten Sie einen Moment Zeit für uns? Wir möchten Ihnen gerne ein oder zwei Fragen stellen. Vielen Dank. Sind Sie heute gekommen, um sich die Parade... Ganz viele Reporter, wollte ich sagen. Eine Fototafel mit dem Bild des neuen Direktors? Wo? Was ist das hier? Zuckerwatte? Die sieht aber abgefahren aus. Oh, die würde ich gerne probieren, ey. Hier sind noch mehr Reporter. Ich gehe mal durchs Bild, ne? Fotobombing und so. Ja, keine Ahnung, wo wir hin müssen. Also, wo wir anfangen wollen. Ihr gehört nicht zufällig dazu. Nein, ihr seid grün. Ich denke mal, dann haben wir auch eine Option, um die anzusprechen. Das sieht gut aus. Ich würde da vielleicht jetzt erstmal einfach reingehen. Oder wollen wir hier hoch? Wartet mal. Ich soll da hin. Ich weiß nicht, ob ich zuerst da hingehen soll oder mich auch hier umschauen kann. Ich denke mal, die werden überall sein hier, ne? Ach, guck mal da! Sind das Leute von uns? Da ist ein... Und? Seid ihr bereit? Nein! Ach! Ich bin viel zu aufgeregt! Rückt noch etwas mehr zusammen! Näher an den Direktor! Wenn Sie gestatten... So groß ist der aber doch nicht! Lächelt doch nicht!
nicht so verkrampft. Ey, hallo? Oh, das nenne ich Timing. Dürfte ich Sie wohl bitten, ein Foto zu schießen? Einfach draufdrücken. Ich will nicht. Na gut, okay. Fotografieren. Vielen Dank. Bitte. Wahnsinn! An dem Foto stimmt einfach alles. Das rahme ich mir ein. Für dein tolles Foto hast du eine Belohnung erhalten. Fototafel von Rufus Shinra. Mir nach. Jawohl! Ich will keine Fototafel von Rufus Shinra. Okay. Das kann ja aber gut, ne? So hier. Ne? Gehört ihr auch dazu? Sir, willkommen zurück. Willkommen zurück! Ach, das sind die ich hier gerade hingeschickt habe. Sammeln die sich jetzt hier? Will mal eben schauen. Nee, okay. Wir sind stets bereit. Stets bereit! Stets bereit! Ich muss mich hier umschauen, Leute. Sorry, dass es so ein bisschen chaotisch ist, aber ich bin gerade wieder... Das ist sie also, Junons Mako-Kanone. Ach, noch welche? Ich habe schon so viel über sie gelesen. Dann weißt du sicher auch, dass sie aufgrund des Abkommens mit Wutai nicht mehr abgefeuert werden darf. Ha, aber das hat doch was. Die ultimative Waffe, die jedoch bis in alle Zeiten stillgelegt ist. Bestimmt total verrostet, das Teil. Ob das Absicht ist, dass einer woanders hinguckt? Bestimmt. Ich find's super lustig. Okay, das sind nochmal Einheiten von uns. Ist ja einfach grad. Hey, merkst du nicht, dass du störst? Alter. Das ist unser Kommandant. Ja, aber echt? Hä? Hä? Bitte um Verzeihung. Mhm. Was lungert ihr hier rum? Die Parade beginnt gleich, also haltet euch an mich. Jawohl! Wie die laufen, voll lustig. Ah, wir haben schon zwei Einheiten. Das geht ja schon, geht ja schnell. Aber gut, 10 Stück in dem Bereich, die müssen ja so eng beieinander stehen. Ich will mir alles angucken. Ich wollte ja gerade was sagen. Ich bin halt total baff, wie toll das hier wieder aussieht. Ey, Leute, dieses Spiel ist so schön. Es ist so schön. So schön. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Kann man hier gucken? Nee, kann man nicht. Schade. Ich muss auch gucken. Vielleicht sind irgendwo Truhen, ne? Ihr wisst ja. Ja, ist okay. Bin ich schon außerhalb des Bereichs? Offensichtlich. Na gut. Ah, oh, Schokobo-Stofftiere. Hallo. Der eine hat den Kopf offen. Warum? Ach, das ist ein Popcorn-Ding. Da kann man Popcorn reintun, oder was? Ich möchte hier was kaufen. Oder ein paar Zeitschriften angucken. Überall ist Rufus auf den Plakaten, ey. Have a blast! Ach, hier sammeln die sich dann. Okay, na gut. Hä? Dann gehen wir hier mal in den Parallelbereich. Kompanie salutiert! Sir! Folgen die mir jetzt alle? Nee! Gar keinen Bock drauf. Ich glaube, die folgen mir. Ach du Scheiße. Nein, ich will mich doch in Ruhe umschauen. Ja, die folgen mir alle. Ist ja unangenehm. Na gut. Im Anschluss will er in einer Rede die Zukunftspläne von Shinra vorstellen. Die ganze Stadt fiebert dem Aufbruch in eine neue Ära im feierlichen Aufbruch. Rufus Shinra? Das ist doch der Sohn vom ehemaligen Direktor, oder? Ey, das sieht alles so toll aus hier. Ich wollte gerade nicht quatschen, weil da halt wieder gequatscht wurde. Ihr wisst schon. Die haben wir eben schon mal gesehen. Ein paar NPCs werden dann doch wieder wiederholt. Okay, hier sind sie mir jetzt nicht mehr gefolgt, immerhin. Ja, es wiederholt sich halt alles auch ein bisschen, aber es ist schon sehr krass schön, ey. Hier geht's auch hoch. Okay. Wo muss ich denn hin? Dahin. Ist das außen oder innen? So verdammt gut aus. Liefer ich die da ab oder wie läuft es? Ich kann nicht. Ich muss mal eben hier oben gucken. Entschuldigung, Leute, dass alles so chaotisch ist, aber ich bin total. Total baff. Es ist so schön. Kann ich hier rein? Ach, guck mal, da sind welche drin. Perfekt.
Südjunon Bar Surir. Surir? Wenn dieser Einsatz hier vorbei ist, werde ich zur Spezialeinheit, die Evelyn stinkfest machen soll, versetzt. Mhm. Oh nein! Doch. Ich weiß allerdings noch nicht genau, wohin ich entsendet werde. Verstehe. Na dann, müssen wir die Zeit hier zusammen noch mal maximal auskosten. Ja, mach das doch. Entschuldigung. Tut mir leid. Was ist? Siehst du nicht, dass wir gerade beschäftigt sind? Wie frech die alle sind. Sein Helm. Echt? Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung, Kommandant. Genug gefaulenzt. Raus, sofort. Jawohl! Die sehen den Helm immer nicht, also die sehen immer nicht, dass es der Kommandant ist, weil die Helme immer von den Augen haben anscheinend. Gibt bestimmt ein Claim, ist wieder irgendein Lied. Final Fantasy kann man eh irgendwie nicht monetarisieren, weil die Musik... guck mal, wer da sitzt! Hallo! Auch noch gesehen. Krass, wie wir mit dem Outfit einfach alle beobachten können, ohne dass jemand mitkriegt, wer wir sind. Naja, tja, so ist das halt, ne? Und ihr habt ein Date? Jeder ein Pinnchen oder was? Da sitzen auch noch welche, die gehören aber nicht zu uns, ne? Sonst wäre ja so ein... Ach, guck mal, aber er setzt sich gerade hin, sobald ich komme. Warte mal. Hallo? Gerade sitzen! Naja, gut. Ich mag auch die ganzen Gespräche. Ich finde das so cool, dass das so detailliert ist und sich darum gekümmert worden ist. Oh mein Gott, das sieht voll gruselig aus mit diesen ganzen Augen. Kann ich die abliefern? Ich guck mal eben, ja? Ich glaube, das ist draußen. Ich gehe mal da hin und gucke, ob ich die da abliefern kann. Dass sie mir nicht die ganze Zeit nachlaufen. Ach, guck mal hier. Hö, das ist aber doch von Avalanche, oder nicht? Menno, mein Stempel ist verrutscht. Stamp Rally. Wo bin ich denn hier? Ich bin schon wieder dran vorbeigelaufen. Es ist anscheinend doch innen, oder was? Hier drin? Einkaufszentrum, Erdgeschoss. Ob man vom Fenster aus die Parade sehen kann? Da ist auf jeden Fall noch so ein Diamantanzeigen-Ding. Okay, hier müsste ich bezahlen wahrscheinlich. Wie wäre es mit einem Zimmer? Ausruhen? Ich könnte mich einfach so ausruhen? Ja, müssen wir aber jetzt nicht. Dankeschön. Kostet nichts. Ich möchte aber hier mal reingucken. Hier gibt es auch 100 pro irgendwo eine Truhe. Ach, guck mal, ein Dingsladen hier. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag zusammen. Willkommen in der Junon-Filiale der Zauberfibel. Auch diese Woche freuen wir uns wieder, Ihnen unsere persönliche Buchempfehlung geben zu dürfen. Meine derzeitige Nummer 1 ist definitiv der Roman Der letzte Flug. Die Story ist so mitreißend, dass man an nichts anderes mehr denken kann. Eine tragische Romanze zwischen einem Mitglied der Luftwaffe und seiner Kommandantin. In der Szene, in der sie ihrem Liebsten befiehlt, in den Kampf zu ziehen, braucht man packungsweise Taschentücher. Ich habe Cloud gerade gefühlt. Ich habe auch gedacht, jetzt hör auf, das rührt mich nicht. Gibt's hier irgendwas Neues zu kaufen bei dir? Unsere Mitarbeiterinnen haben schon Charme, stimmt's? Naja. Okay, ich könnte hier nur wieder die Punkte verteilen. Ich habe halt gehofft, vielleicht kann ich hier Bücher kaufen oder so. Aber letztendlich kann ich nur das machen. Das machen wir jetzt. Herr Kommandant, beehren Sie uns bald wieder. Jo! Hier geht's noch weit. Oh, hier geht's noch weiter nach oben. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ja, ciao! Was für deine Freundin? Oh. Klar, wird dir sicher stehen. Du wirkst krank. In Ruhe umschauen lohnt sich. Für die Qualität bürge ich. Okay, was ist mit dir denn los? Du solltest dir mal einen Krankheitstag gönnen. Einen Krankheitstag. Ihr wisst schon, was ich meine. Ach, guck mal, hier sind welche. Perfekt. Ach, Kommandant, Sie kommen genau richtig. Ich bin gerade dabei, ein Geschenk für meine Freundin auszuwählen. Welche der Branchen spricht Sie mehr an? Die mit den Maschinengewehren oder die mit den Bajonetten?
Was? Echt dermaßen peinlich. Beachten Sie ihn gar nicht. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Eure Pause ist vorbei. Ab nach draußen. Jawohl! Oh ja, ich wünsche mir auch eine Brosche mit Maschinengewehren. kann ich die sehen? Nee, schade. Okay. Hätte ja sein können. Ich hätte mir die angeguckt. Keine Ahnung, ob es stimmt. Oh Mann, dem geht's nicht so gut. Da sind wir hergekommen, ne? Aber hier oben kann man auch nichts weiter machen. Alles klar, dann gehen wir mal runter. Herzlich willkommen! Ja, ciao! Ja? So. 4 haben wir schon. Eine Einheit noch. Oh, guck mal, Red! Hey, Red! Einfach mega! Boah, lasst Red in Ruhe! Die Uniform steht euch gut. Woher wusstest du, dass wir es sind? Riechen. Durch euren Geruch. Ja, klar. Deine Nase ist wirklich beeindruckend, Red. Sie ist beinahe wieder ganz die alte, seit wir Midgar und das Marco hinter uns gelassen haben. Auch diesem Ort möchte ich schnell den Rücken kehren. Oh, der Arme, Oh, ich würde die... Kann ich die nicht... Willst du Futter? Ich hab was für dich. Kann ich nicht wegschlagen? Kann ich nicht. Kann die nicht wegschlagen? Ich will die wegschlagen! Einfach mega! Ach, naja, gut. Kaserne Südjunon Vorraum. Da unten sind auf jeden Fall welche, aber die gehören nicht zu uns. Die haben keine Markierung. Auf einen fairen Wettkampf um die Ehrenauszeichnung. Na gut, hier ist auch nichts weiter Interessantes. Jetzt gehen wir hier wieder raus, ist auch irgendwie doof, aber wir können ja hinten wieder reingehen. Mein Papi nimmt an der Parade teil. Mein Papi nimmt an der Parade teil. Ist das Einkaufs- Entschuldigung, ich bin heute irgendwie... Hier kann ich nicht rein, ne? Okay. Dann gehen wir... Ach, hier geht's rein. Guck mal, da stehen auch welche. Perfekt. Junon ist ein Paradies für Waffenliebhaber. Ich kann mich gar nicht satt sehen an diesem Angebot. Waffenladen, volles Arsenal. Weswegen wir eigentlich hier sind, richtig? Alter. Klar doch, ich gehe hier nicht wieder weg ohne einen Modellbausatz der Marco-Kanone. Das ist ja ein Riesending da. Meine Güte. Den gibt's schließlich nirgendwo sonst zu kaufen. Ach so, das ist ein Modell von der Marco-Kanone. Jetzt raff ich's. Okay, das hat er gerade auch gesagt, aber egal. Was denn? Du willst uns doch nicht etwa den limitierten Bausatz wegschnappen? Alter, guck dir seinen Helm an! Was sind das alles für Idioten? Kommandant, ich bin untröstlich! Ja? Genug gefaulenzt. Raus, sofort! Verstanden! Das sah gerade eben so aus, als wäre es verstreute Einheiten. Okay, jetzt habe ich 5. Wir wollen aber 10 natürlich finden. Das sah eben so aus wie so ein Maschinengewehr. Ich hab's nicht gerafft, dass die das meinen. Ja, naja, egal. Kann ich hier was kaufen? Hallo, gibt's vielleicht neue Waffen? Herr Kommandant, wie wär's mit einer neuen Waffe? Ja, ich wollte mal gucken, genau. Haben wir alles schon. Na gut. Dann, ciao. Herr Kommandant, ich schwinge mein Fähnchen für Sie. Ich schwinge auch ein Fähnchen. Da draußen laufen sie rum. Wieso ist da kaum Farbe? Zum Amtsantritt ist direkt. Das ist voll unangenehm, dass die hier so. Guck mal! Oh, ist das Rufus da? Haben Sie etwas Interessantes gefunden? Lasst mich in Ruhe. Seht mal! Ja, das ist Rufus. Ich kann da nicht hin! Die stehen alle im Weg. Kacke. Was machen die da? Was war das denn? Oh, sehr verdächtig. The Glap Crest. Was war? Ich kann mich nicht bewegen, danke. Ich will da rein. Ich will gucken, was der da gemacht hat. Das war komisch. Oh. Hier ist auch die Musik weg. Mal sehen, was hier drinnen los ist. Geheimclub. Mondscheinbar. Was? Root, erklär du es ihnen. Zum ersten Mal hier? Wer hier trinken will, muss seinen Helm abnehmen. Ich weiß auch warum. So steht es in den Regeln.
Also? Könnte es sein, dass ihr etwa keine Glatzen habt? Moment! Dieser Mann ist unser Kommandant! Sir, in dieser Bar herrschen besondere Regeln. Helme sind hier nicht erlaubt. Ist aber schlecht für uns. Man kennt Eure Pause man uns ja. Ist vorbei. Alle nach draußen. Sir, verstanden! Okay, es war auf jeden Fall auch eine Einheit. Sehr gut. Eine Einheit hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Ja, Einheit. Ich bin ein bisschen besoffen. Ist ja witzig. Eine Glatzenbar. Oh, Final Fantasy, ich lieb's. Ich möchte aber mit Rufus nochmal reden. Hallo? Wer hier trinken will, muss sich von seinem Helm verabschieden. Das geht leider nicht. Okay, wir können definitiv nicht hier trinken, aber wir dürfen hier sein. Das ist schon mal nicht schlecht. Wie witzig. Ja, ja, ich lasse den Helm aber auf. Kannst du dir mal meinen Kopf ansehen? Ich bin noch nicht so zufrieden. Ihr darf die Kopfhaut frei atmen. Diese Kommentare. Ja gut, okay, wir gehen wieder raus. Mehr scheint hier nicht zu sein. Lustig. Mega lustig. Stehen die mit den Glatzen jetzt dabei? Okay, nee, aber jetzt haben sie Helme auf. Alles klar. So, weiter geht's. Was? Reißt ihr wieder alles ab? Ihr habt den ganzen Müll da umgeworfen. Also es muss noch mehr geben. 4 auf jeden Fall. Und die finden wir auch noch. Gerade heute sollte man mal so richtig auf den... Geht's hier rein? Nein. Jetzt weiß ich aber gerade auch nicht mehr, wo wir noch hin könnten. Irgendwo waren wir definitiv noch nicht. Ach Gott, die nerven voll. Stoßen wir nach unserem Sieg zusammen an. Hier war das. Hier war die Waffen, der Waffenladen. Da ist die Glatzenbar. Geht's noch irgendwo hoch? Da hinten geht's hoch, okay. Das ist immer noch der Waffenladen. Was ist das hier für ein Laden? Ah, Krämerladen. Auch eine Menge Menschen aus Boutique Cecilia. Für Sie müssen wir uns ist doch der Krämerladen, oder? In all diesem Chaos brauchen Sie wieder neue Hoffnung. Da stehen welche, sehr gut. Entschuldigen Sie. Was gibt's denn? Den Helm kenne ich doch. Ja. Leute, das ist unser Kommandant. Salutiert. Was lungert ihr hier rum? Die Parade beginnt gleich, also haltet euch an mich. Jawohl! So lustig, wie die laufen. Ich find's mega witzig. Wie schön das hier alles aussieht. Guckt mal. Voll toll. Hier würde ich auch gerne rumlaufen. So, was gibt's denn hier so zu kaufen bei euch? Was darf es heute sein? Dich habe ich doch schon zweimal draußen gesehen. Auch so ein NPC, der sich wiederholt. Keine Angebote, okay. 500 Gil kosten die Ether. Wir brauchen zwar Ether, aber... Ach komm, wir kaufen mal einen Ether. Komm, ein Ether. Komm, eins. So, wir haben so viel Geld. Ich hoffe, es war alles zufriedenstellend. Ja, war alles super, danke. Wir haben nur die allerbeste Materia im Angebot. Hast du irgendwas Neues denn? Nee, haben wir... Oh, Moment. Glücksboost? Meister der Gegenstände. Ach, die haben wir aber schon mal wo gesehen, ne? Die haben wir nur noch nicht gekauft. Wisst ihr was? Nein, nicht zwei, Herrgott. Wir kaufen die einfach mal. Why not? Nee, 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 nee. So. Gut. War unser Sortiment zufriedenstellend? Geht so. Ich dachte, es gibt irgendwas Neues. Ich suche ein passendes Geschenk zum Hochzeitstag. Na gut, dann bleib da noch ein bisschen sitzen. Wirst schon finden. Wow. Hier gibt es feinstes Handwerk. Ja, der sieht ein bisschen pixelig aus, ne? So ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, wie cool, aber Na gut. Weiter geht's. Die Grand Hotel at Junon. Wo ist der nächste Stempel? Die Grand Hotel. Haben Sie etwas Interessantes The Grand Hotel. Zeigen Sie mal her! Was? Hä? Die reden mit mir, ist ja witzig. Haben Sie was Tolles gefunden? Zeigen Sie mal her! da geht's noch hoch. Da stehen noch welche. Hier waren wir schon drin. Dann gehen wir hier jetzt mal hoch. Sir. Willkommen zurück! Willkommen zurück! Ach du Scheiße. Hallo? Tut mir leid, aber der Durchgang ist gesperrt.
Ich bin hier Oberhauptfuzzi-Kommandant. Zivilisten haben hier nichts zu suchen. Ich bin kein Zivilist. Hä, wo geht's denn da rein? Ach, das große hier, das ist ein Tor? Eieiei. Okay, ich kann hier auf jeden Fall nicht rein. Das... Tut mir leid, aber der Durchgang ist gesperrt. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall kein Ort, wo wir noch welche finden. 3 Stück noch. Wo waren wir denn noch nicht? Hier waren wir drin. Wow, abgefahren! Haben wir denn hier auch alles durchgeguckt? Wir waren noch nicht oben, ne? Hier drin. Eine Kaserne. Was ist das hier? Oh, auf dem Tisch? Na gut. Da sind welche. Perfekt. Mit welchem Gefühl gehen Sie heute auf den Paradeplatz? Ich kann mit Stolz sagen, dass die 7. Infanterie mit Gas hart und unermüdlich für den heutigen Tag trainiert hat. Doch jeder Schweißtropfen hat sich mehr als gelohnt. Ich bin zuversichtlich, dass wir den neuen Direktor mit einer großartigen Darbietung begrüßen werden. Alles klar. Danke für diese Einschätzung. Dann sieh mal zu. Entschuldigung, wir sind mitten in einem Interview. Entschuldigung? Kommandant, Sir! Sie sind der Kommandant? Ja. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Genau. Aber das passt ja wunderbar. Dürfte ich Sie wohl um ein kurzes Interview bitten? Oh. Die Auszeichnung ist hart umkämpft. Mit welcher Strategie planen Sie, Ihre Kompanie zum Sieg zu führen? Tja. Oh, Sie sind so klug, Kommandant. Wir dürfen unsere Strategie natürlich nicht so einfach preisgeben. Die ist schließlich geheim. Die Pause ist um. Auf geht's zum Paradeplatz. Mir nach. Sir! Fliegt herlaufen, ey. Aber witzigerweise ist, wenn man so eine Kamera trägt, ist es wirklich so, dass man muss anders gehen, damit man nicht so wackelt. Deswegen war das jetzt gar nicht so unrealistisch. Ja, ich kann hier nichts mehr aufnehmen. Ist ja gut. Entschuldigung? Ist mal lustig, wie die sich alle gerade hinsetzen und so. Ach, guck mal, ein Kistenträger, ne? Die Armen, ey. Die armen NPCs, die immer die Kisten tragen müssen. Tut mir richtig leid. So, hier geht's noch weiter hoch. Sehr gut. Und, warte mal, sind wir von da unten gekommen? Ja, alles klar. Ich dachte, es gibt 2 Treppen. Kaserne Süd-Junon Konferenzraum. Hey! Ich freue mich vor allem auf die Motorradstaffel. Oh, Motorradstaffel? Oh, oh. Dann weiß ich, wen wir da treffen werden. Wo hat sich der neue Direktor eigentlich bisher die ganze Zeit herumgetrieben? Hat sich bestimmt die Welt außerhalb Midgars angesehen. Nun, Reisen bildet schließlich, nicht wahr? Schon, aber dafür hat er sicher keine Ahnung, was seine Truppen aus Midgar drauf haben. Zeigen wir ihm doch mal, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Dieses Gespräch mit den Bewegungen war seltsam. Herr Kommandant, ich bitte um Entschuldigung. Das Training ist vorbei. Zeit für unseren Auftritt. Folgt mir. Jawohl! Okay, eine Einheit fehlt uns jetzt noch. Das ist jetzt wieder irgendein Ort, der total offensichtlich ist, den ich aber wieder übersehen habe oder so. Hier in der Ecke ist nicht zufällig... Oh, eine Truhe! Hier in der Ecke ist eine Truhe! Sehr gut. Endlich, Schnelltrank. Naja, gut. Sind das Burger? Das sind Versorgungspakete wahrscheinlich, ne? Ja, Segen des Planeten ist voll, ich weiß. Okay, hier oben ist aber nichts mehr, ne? Nee, außer hier noch ein bisschen... Ja, egal, ich lasse das liegen. Weiter geht's. Dann schauen wir mal, ob wir noch irgendeinen Ort finden, den wir uns noch nicht angeguckt haben. Hier waren wir unten, hier sind wir noch nicht durchgegangen. Hier in der Ecke ist aber niemand. Okay, dann gehen wir hier nochmal raus. Was willst du? Waren wir hier drin? Nee, hier waren wir noch nicht drin. Was ist das? Zweigstelle Südjorn, wo man Rezeption, so heißt das Wort. Mann! Hier ist aber niemand, schade.
aber man sieht, wir haben auf jeden Fall noch nicht alles... Kommandant, es ist mir eine Ehre. Aber wir werden uns nicht zurückhalten. Noch nicht alles gesehen. Okay, es geht nach oben und nach unten. Auf jeden Fall hier irgendwo werden die sein. Zweigstelle Lager. Okay, da stehen sie. Moment, ich will mir alles angucken. Zum Beispiel die Truhe hier. Ah, sehr gut. Oh, noch mehr Geld. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir Brandgardisten mit der Ifrit-Formation unschlagbar sind. Brandgardisten? Aber die Ramu-Formation der Grenadiere ist auch nicht zu verachten. Aha. Allerdings ist die Shiva-Formation der Sturmgardisten nahezu immer fehlerfrei. Shiva-Formation. Wenn es doch... Kommandant? Entschuldigung, ich wollte das jetzt nicht abbrechen, egal. Bitte um Erlaubnis zu sprechen, Sir. Ja? Bitte verraten Sie uns, in welcher Formation wir heute bei der Parade antreten. Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Aber macht euch nicht zu viele Gedanken. Als euer Kommandant habe ich alles unter Kontrolle. Verstanden? Dann raus mit euch! Jawohl! Sir! Ich dachte schon, ich müsste mich jetzt entscheiden, ey. Kompanie, halt! Trophäe erhalten! Du hast alle Einheiten gefunden, erstatte der Oberkommandantin Bericht. Ich unterbreche mal meine Sätze, ne, wenn ich hier... Wenn irgendjemand hier anfängt zu quatschen, sorry. Ich hoffe, es ist nicht nervig oder so. Hier geht's nicht hoch. Okay, es geht noch ganz oben. Da will ich eben noch schauen. Die Ehrenauszeichnung des Direktors holt sich Junon. Ja, ich einfach mal die Stühle ein bisschen umwerfen. Sehr gut. Schlafstätte. Mhm. Ich lerne, da will ich nicht gestört werden. Ja, ich störe dich ja nicht. Alles gut. Nee, Chadley. Was suchst du denn hier, ey? Euer Ernst? Ich will nicht mit Chadley reden. Aber vielleicht hat er irgendwas. Oh, hallo. Kann ich helfen? Analyse läuft. Ein Treffer. Cloud? Ja? Wie siehst du denn aus? Nein, warte. Sag nichts. Sicher gibt es einen guten Grund, warum du die Uniform eines Gardisten trägst. Vielleicht ist es besser, wenn ich nicht mehr darüber weiß. Womit kann ich Ihnen zu Diensten sein, Kommandant? Ist ja alles... Ist ja nichts zu tun im Moment, ne? Hast du noch Fragen zu den Weltberichten? Nein, habe ich nicht. Ciao. Okay. Entschuldige meine Nachfrage. Nee, frag nicht. Ich habe schon lange nichts mehr von dir zu den Weltberichten gehört, Cloud. Du bist sicher nur beschäftigt. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass du sie einfach so vergessen Ich kann würdest. Mir nicht vorstellen, dass freuen, du mir irgendwann nicht mehr auf den Sack gehst. Mir ist es ehrlich gesagt egal, ob Junon oder Midgar die Auszeichnung holt. Ach, Junon tritt gegen Midgar an? Oh, was ist denn hier los? Dann muss ich während der Parade auf jeden Fall nochmal... Katzentreffen, wie süß. Ein super Training. Das geht doch in die Hose. Geh gefälligst jetzt. Geh jetzt auf Klo. Genau, so. Alles klar. Wir haben alles gesehen, glaube ich. Genau, reißt mal alles ab. Hier die Stühle zum Beispiel noch. So. Polieren das Schutzhelm zum Aufstieg verhält. Cool, was? Okay. So. Entschuldigung, aber es ist einfach so verlockend. Oioioi, jetzt sind sie alle da. Was? Zur Stunde begibt er sich nach Nordjunon, wo er der Parade beiwohnt. Im Anschluss wird er in einer Rede die Zukunft. Gut, geht mir mal alles aus dem Weg hier, bitte. Entschuldigen Sie, ich muss mal hier vorbei. Oh, ich bin ein bisschen nervös. Schau mal, da sind Gardisten. Warum schreit die denn so? So, ich muss jetzt zu ihr, ne? Ja, ich habe jetzt alle gefunden. Ich bin ein bisschen nervös, Na gut. Dann gehen wir da mal hin. Die 7. Infanterie Midgars meldet sich zum Dienst. Diesmal nicht verschlafen, was? Die Parade beginnt in Kürze. Ich hoffe, du bist bereit. Ja. Ich möchte noch etwas üben. Ich möchte die Formation ändern. Ach, guck mal. Ich weiß ja noch gar nicht, was für eine Formation wir haben. Zeig mal... Nee, da. Zeig mal die Formation. Aha. Paradeformation. Erste Darbietung. Ramu-Formation. Schwierigkeitsgrad. Ach, okay. Eine Formation, die Zuschauer unter Strom setzt. Anzahl der Eingabebefehle gering. Tasten
Einige Tasten müssen wiederholt gedrückt werden. Bahamut-Formation. Eine Formation mit hohem Schwierigkeitsgrad, die der Gestalt eines in die Lüfte aufsteigenden Drachen nachempfunden ist. Anzahl der Eingabebefehle Mittel. Tasten alle. Einige Tasten müssen lange gedrückt gehalten und wiederholt gedrückt werden. Okay. Und dann die Ifrit-Formation. Das ist die schwierigste. Mit dieser Formation zeigt die 7. Infanterie mit Gas ihre brennende Leidenschaft. Anzahl der Eingabebefehle hoch. Tasten alle. Okay, ich kann die auch individuell ändern. Und wenn ich das jetzt an... Hä? Ach, das ändert sich, je nachdem, wie ich die Gardisten hinpacke. Guck mal. Ach, ich muss die nacheinander dann machen, die alle drei Darbietungen. Ach, du heilige Scheiße, oh mein Gott. Ich guck mal eben, was sich hier so ändert, ja? Ifrit, Shivaf und dann Ramu. Ach, guck mal, die gehören zusammen. Wenn ich das jetzt so mache, dann gehören die zusammen. Tja, wie macht man das jetzt am besten? Warte mal, ich pack mal die da noch hin. Boah, so sind alle Sterne auf schwierig. Wollen wir das machen? Warte mal, wenn ich jetzt hier einen tausche, wird es direkt leichter. Okay. Die normalen Gardisten sind also leicht. Reserveeinheiten. Brandgardist, davon haben wir nur einen. Okay, ist egal, wenn die, sobald ich einen normalen Gardist nach oben packe. Ich will natürlich eigentlich das Schwierigste machen, ne, damit wir das beste Ergebnis haben. Aber ich habe da ein bisschen Angst vor, ey. Ich würde es jetzt so lassen. Ja, jetzt sind alle schwer. Oh, was steht hier jetzt noch? Hier steht was Neues. Eine Formation mit hohem Schwierigkeitsgrad, die der Gestalt eines in die Lüfte aufsteigen lässt. Jetzt haben wir. Anzahl der Eingabefehle hoch. Einige Tasten müssen lange gedrückt... Ah, nee, das steht dasselbe. Okay. Ich dachte, es steht mehr. Es sah nur anders aus. Ja, gut, okay. Dann schließen. Jetzt ist das abgespeichert, ne? Ich möchte mal eben gucken, ob es jetzt so bleibt. Ja. Oh mein Gott. Ich möchte noch etwas üben. Kann ich noch mal üben? Okay, auf ein neues. Sir. Bereit? Dann leg mal los. Drücke die angezeigte Taste. Ja, das wissen wir ja. Okay. Ist das jetzt schwieriger schon? Nee, es ist dasselbe, was wir schon geübt haben, oder? Aber beim nächsten Mal. Oh, was? Ich hab den doch getroffen. Das sieht man so schlecht, Leute, ey. Halte die angezeigte Taste gedrückt. Mach mal. Immer weiter so. Okay, man kann es aber erkennen, wenn der Rahmen sich so zuspitzt, also so nach innen geht. Achso, ich muss... Sehr schön. Oh. Okay. Aber es lief sehr gut. Okay, man muss wirklich darauf achten, dass dieser Rahmen nach innen geht. Und wenn der am nächsten dran ist, dann, dann ist es soweit. Ihr wisst schon, da muss man drücken. Ich drücke jetzt aber nochmal auf Nein, weil ich möchte... Das ist die gesamte Kompanie, Kommandant. Ja. Ich möchte speichern vorher, bitte. Weil ich habe ein bisschen Schiss, dass ich verkacke. Ja.
Ich befürchte, dass ich es verkacke und dann möchte ich es halt nochmal machen. Alles klar. Alles erledigt? Ja, ich habe ein bisschen Schiss, aber wir legen los. Nee, ich möchte da unten. Ja, los geht's. Oh mein Gott! Siebte Infanterie mit Gas! Achtung! Was ist denn? Wir sind heute hier. Und die Augen der Welt sind alle auf uns gerichtet. Und deshalb... Dürfen wir Midgar... Dürfen wir unsere strahlende Stadt nicht enttäuschen? Scheitern kommt nicht in Frage. Und das werden wir nicht. Klar? Wir haben den besten Kommandanten. Und er wird uns zum Sieg führen. Also schaut zu ihm auf. Und seid guten Mutes. Ich krieg ein bisschen Gänsehaut. Nicht wahr, Sir? Huh? Ja. Sag doch noch was. Vertraut mir. Wir werden den Sieg davontragen und mit ihm die Ehrenauszeichnung. Das ist heute unser erklärtes Ziel. Jawohl! Ja, Mann! Niemand kann uns schlagen! Jawohl! Holen wir uns den Sieg! Jawohl! Oh, Cloud. Kommandant, es wird Zeit. Auf nach Nord-Junon. Sicher. Oh, der Arme. Er hat doch gerade so Spaß gehabt. Wann wurde sie zuletzt abgefeuert? Vor 5 Jahren, Sir. Heute wäre auch ein guter Tag. Aber, Sir. Sir, auch Salutschüsse bei Festlichkeiten stehen außer Frage. Denkt an das Waffenstillstandsabkommen mit Wutai. Na und? Eine neue Zeit ist angebrochen. Verkünden wir es. Großartig, Sir. Das gefällt mir. Ein Überraschungsfeuerwerk wird die Zuschauer entzücken. Sir, es ist an der Zeit. Eieiei. Nord-Junon, Paradeplatz. Der Wahnsinn! Ja! Hier entlang! Hallo, wir befinden uns hier in Nord-Junon. Schauen Sie nur, begeisterte Gesichter, einfach überall. Die Menschen haben sich heute hier zusammengefunden, um unseren neuen Direktor zu begrüßen. Und hier kommt die Motorradstaffel. Ja. Atemberaubend, Perfektion auf 2 Rädern. Und nun, der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Shinras frischgebackener Direktor. Die Menge tobt. Nanu? Was passiert jetzt? Das ist keine gute Idee. Abschuss bereit, Sir. Gut. Läuten wir eine neue Ära ein. Feuer!
Das war unglaublich! Aber das kann doch nicht sein! Kam dieser Schuss wirklich? Ja, aus Junons Kanone! Oh!